Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Spider-Man in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zum Boxinhalt, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Spider-Man Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box zu einem Spiel. Ja, in diesem Fall zu einem PS4-Spiel, Marvel Spider-Man Collector's Edition, so nennt sich das Ganze hier. Freigegeben ab 12 Jahren, wie wir hier an diesem Siegel sehen können. Es ist eine recht große Box, in Rot gehalten. Wir haben hier oben einmal den Schriftzug Marvel Spider-Man Collector's Edition. Ansonsten, wie gesagt, hier vorne nochmal Spider-Man abgebildet. Dann der FSK 12 Hinweis. Auf der linken Seite gibt es das Logo von Spider-Man, also die Spinne. Auf der rechten Seite ebenso die Spinne. Und auf der Rückseite haben wir hier einen Text. Und zwar lesen wir hier, Be Greater. Die Welten von Peter Parker und Spider-Man prallen aufeinander, als ein neuer Schurke New York City bedroht. Um die Stadt und seine Lieben zu beschützen, muss er sich der Herausforderung stellen und über sich hinauswachsen. So, dann haben wir hier noch die technischen Details und einen Barcode. Und hier auf der linken Seite lesen wir, was sich hier in dieser Box befindet. Diese Collector's Edition enthält Vollversion, Collector's Edition Marvels Spider-Man Statue von Gentle Giant, weiße Spinne, Sticker, individuelles Steelbook, Mini-Artbook, nach Veröffentlichung erscheinende Story-Kapitel von Die Stadt, die niemals schläft. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Machen wir hier mal auf. So, und jetzt kommen wir hier zu einer Box. In der Box scheinbar. Mal schauen, dass wir die hier irgendwie rausbekommen. Beziehungsweise eventuell lässt es sich auch besser rauskippen. Wir probieren das mal. Gar nicht so einfach. So, aber doch, es funktioniert. So, die Box dabei mal zur Seite. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier nochmal einen separaten Boxkörper hier drinnen. Hier lesen wir auch wieder Marvel Spider-Man. Der ist hier dann auch nochmal abgebildet in Aktion. Hier zieht sich das Bild dann rechts durch. Auf der linken Seite ebenso. Rückseite mit dem Logo und unten rot. Gut, dann machen wir auch diese Box mal auf. Der Deckel hier ist so abzuziehen. So, von innen schwarz die Box und dann können wir hier schon die Inhalte sehen. So, wir haben hier einmal die Info. Warnung enthält Spoiler. Nicht öffnen, bevor die Story abgeschlossen ist. Ja, ich glaube, das bezieht sich hier auf das Artbook. Also, wie gesagt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann nicht weiterschauen. So, dann haben wir hier einmal das Artbook. Spider-Man The Art of the Game. Dann das Spiel, das kommt ja in einer Steelbook-Variante. Dann haben wir hier einen, was ist das hier, eine Broschüre, okay. Also hier so Download-Code etc. Und unter dieser Schicht haben wir noch weiteres Plastik, weitere Kunststofflagen und hier befindet sich dann eine Figur, eine Actionfigur, eine Spider-Man-Figur. So sieht das aus. Okay, die schauen wir uns dann noch im Detail an. Ansonsten ist die Box jetzt, glaube ich, leer. Schauen wir ganz kurz. Ja, genau, also hier ist nichts mehr drin. Das ist dann so die Kunststoffform, die diese Figur entsprechend hier aufbewahrt. Dann machen wir das Plastikzeug mal zur Seite und starten direkt mit dem Spiel. Das ist dieses hier. Kommt hier wie gesagt in einer Steelbox. Wir werden das Ganze mal hier öffnen. Und dann schauen wir mal rein. So, also ein rotes Steelbook kommt hier mit dem Spider-Man-Logo hier so in hellgrau.
Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Auf der Rückseite glatt rot. Hier haben wir noch irgendeinen Zahlencode. Ja, und ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal rein. Genau. So, zum einen haben wir auf der linken Seite einmal die Info. Was haben wir hier? Okay, einfach einen Infozettel. Hier geht es vor allem um die Steuerung zum Spiel. Dann haben wir hier noch einen Sticker mit dabei. Und zwar haben wir hier den Spider-Man-Sticker, das Spider-Man-Logo hier in Rot und Weiß im Hochformat. So sieht es hier von innen aus. Und auf der rechten Seite dann das Spiel. So, das ist die CD, die Spiel, die Game Disc, die man braucht, um das Spiel dann entsprechend zu installieren und spielen zu können. Und hier nochmal Spider-Man mit einem Selfie über den Dächern der Stadt. Okay, so, dann packen wir das wieder rein. Sowohl den Sticker als auch hier die Anleitung. Als nächstes haben wir dann hier eben dieses Heftchen, diese Broschüre. Hier geht es eben darum, dass man hier so einen Downloadcode für irgendwelche digitalen Inhalte hat. Da kann man dann Sachen noch runterladen. Bonusinhalte. So, dann hier dieser Zettel mit der Spoilerwarnung. Den haben wir schon gesehen. Und diese Spoilerwarnung bezieht sich, wie gesagt, soweit ich weiß, hier auf dieses Buch. So, das Ganze ist hier so ein gebundenes Buch, so Hardcover-Book. So sieht das aus. Und dann schauen wir mal rein. So, als erstes mal haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis. Hier lesen wir, was sich hier drin befindet. Und dann blättern wir mal los. So, hier startet das Ganze mit großer Kraft, aber eine noch größere Verantwortung. Und hier geht es dann los mit so Hintergrundinfos, beziehungsweise auch jeder Menge Fotos oder Designs zum Spiel. Also hier kann man dann alles sehen, so die diversen Spider-Man-Outfits oder auch dann Bösewichte, genau hier die Widersacher von Spider-Man, in diesem Fall der Kingpin. Kampfszenen, alles Mögliche kann man hier lesen, Octavius. So, dann blättern wir hier mal durch. Also sowohl gute als auch böse Charaktere aus dem Spider-Man-Universum werden uns hier präsentiert. Zeichen und Symbole. So, und hier geht es dann los. Zweiter Teil, Stadt der Furcht. Ich glaube, darauf hat sich dann so die Spoilerwarnung bezogen. Okay. So, Tombstone. Da geht auf jeden Fall miese Post ab. Mr. Negativ. Okay, okay. Ja, also ihr seht selber, hier gibt es jede Menge zu sehen. Wenig Text, der war eher am Anfang, aber hier ist wirklich alles so auf Artwork und Fotos ausgelegt. Sogar Straßenkunst findet hier ihren Platz. Scorpion, Rhino, Oscorp Industries. Ja, und genau zu diesen beiden Herrschaften, unter anderem, Moment, wo haben wir sie? Hier einmal Scorpion und einmal Rhino. Zu denen kommen wir jetzt noch beim letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier diese Figur. Das ist diese hier. Und hier haben wir unseren Helden Spider-Man, der hier triumphiert hat über die Bösen. Und hier haben wir, wenn ich es richtig sehe, den Kopf von Rhino und hier unter anderem auch den Schwanz hier von Scorpion. Also diverse Gegner von Spider-Man, die hier in dieser Statue, in dieser Spielfigur hier verarbeitet wurden. Das sieht echt heftig aus. Hier ist alles so ineinander verschlungen und verwurschtelt. So sieht das aus. Das Ganze ist hier, wir lesen es, von der Firma Marvel und Made in China. Grüße gehen raus. Ja, kann man auf jeden Fall gut ins Regal stellen. Macht auf jeden Fall Eindruck und sieht sauber verarbeitet aus und ist auf jeden Fall gut bemalt, meiner Meinung nach. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Figur hier. Dann haben wir das Buch, dieses Artbook hier im Querformat. Diese Spoilerwarnung, dann die Broschüre hier zu den downloadbaren Bonusinhalten
Und natürlich das Spiel an sich, Spider-Man hier im Steelbook mit zusätzlich noch diesem Sticker im A6-Format, im Hochformat. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Marvel Spider-Man, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Spider-Man unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao.